Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig-Tutorial. In diesem Tutorial geht es um Recording in einer zweiten Spur, in einer anderen Spur. Das heißt, man spielt auf der ersten und recordet gleichzeitig auf der zweiten Spur, wie sich sowas anhört. Ungefähr so. Das ist jetzt kein sterbender Wal. Sondern das war jetzt einfach ein Beispiel, wie sich das anhören kann. Und wie man das macht, zeige ich euch jetzt. So, das ist die Session, die ich gerade abgespielt habe. Die lösche ich jetzt hier mal, diese beiden Dateien. Und ich habe mir hier zum Beispiel einen Sampler hingepackt mit dem Textures-Modus. Und wenn ich da spiele, hört man da erstmal nichts, weil ich ihn gemutet habe. Das heißt, ich kann hier nach Sounds suchen und mich ausprobieren, denn ich habe auf meinem MIDI-Controller, wie ihr hier unten seht, hier am Bildrand, kann ich mit dem Hardware-Controller diese Knöpfe hier bewegen. Und ja, das möchte ich aufnehmen, weil ich suche einfach einen Sound und will damit rumspielen. Und während ich damit rumspiele, möchte ich das alles aufnehmen, um später mir dann entsprechend was rausschneiden zu können. Vielleicht irgendwelche Sequenzen, die ich wieder in den Sampler reinlege und damit spielen kann. Oder einfach nur als Ambient Noise im Hintergrund oder daraus irgendwelche Pads mache oder was auch immer. Deshalb habe ich hier jetzt noch eine, ich lege die vielleicht einfach mal neu an noch, eine neue Audiospur angelegt, diese hier. Und wenn ich den Inspektor anmache und ich hier auf die Audiospur angewählt habe, dann kann ich hier bei dem Routing nicht nur Audio Stereo Input sagen, sondern ich kann einen anderen Track angeben. Und da gebe ich jetzt einfach mal hier diesen ersten Track, diesen Graf oder Gra FT Bass an als Pre, so dass er nicht auf diesen Lautstärkeregler hört, und wähle jetzt wieder meinen ersten Track aus und arme aber, also setze den Track auf Record, steht auch unten in der Statuszeile, und kann jetzt schon auf Record drücken. Hier höre ich, was der hier macht. Ich drücke auf Rekord und dann geht's schon los. Mal schön die Wellenform. Ich gerade so am Pitch ein bisschen rum. Das klingt doch schon mal ganz cool. Vielleicht sollte ich auch den Sound ein bisschen aufdrehen, dann hört man das auch besser. Thank you.
drücke gerade zwei Tasten. Kann jetzt noch eine dritte dazu nehmen. Was nehmen wir denn? Ja, und so kann ich eine ganze Menge hier machen. Bin jetzt fast völlig hier entglitten. Und dann hat man sein File hier rumliegen und kann das quasi wieder ganz von vorne anhören. Mit Doppelklick hier auf die Leiste hier oben kriege ich unten den Editor. Und wenn ich die Taste E drücke, geht er wieder weg. Und wenn ich Shift-Tab drücke, kriege ich den Editor in groß. Dann habe ich hier unten noch die Device. Das Device-Fenster, das kann ich auch nochmal zumachen. Dann kann ich die Wellenformen richtig riesig anzeigen. Mit Shift-Tab. Shift-Tab wieder zurück. Und ich sehe diese Geschichte. Doppelklick hier auf den Kopf hier und ja, wenn ich das ausgewählt habe und zum Beispiel Z oder Shift Z drücke, dann zoomt ihr mir das komplett in die ganze Ansicht rein. Ja, ihr wollt bestimmt mehr hören. Ja, aber das war schon die kurze Practice Session. Wie man eben einfach so ein Audio aufnimmt, weil ich ja gerade die Tage dieses Textures-Tutorial für den Sampler gemacht habe. Und da ist es ganz gut, wenn man einfach mit dem Textures-Modus rumspielt und gleichzeitig die Aufnahme drückt und sich so dann entsprechend vielleicht ein paar ganz richtig coole Samples, ich glaube hier hinten war das irgendwo, dann raussampelt. Okay, das war's. Ich wünsche euch was. Schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.